Du hast eine Kerze zu kräftig ausgepustet oder wolltest eine angezündete Kerze umsetzen und dabei ist Wachs daneben gelaufen? Ärgerlich, aber generell kein großes Problem. Denn meist hilft eine einfache Checkkarte, um getrocknetes Wachs vom Boden zu kratzen. Was aber, wenn das Wachs aufs Polster gelaufen ist? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Wachsflecken von Polstern zu entfernen? Auch hier gilt zunächst cool bleiben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei Wachsflecken auf Polster hilft tatsächlich Kälte. Da man Möbelstücke wie eine Couch aber nicht so einfach ins Gefrierfach legen kann, kann man zu Kühlpacks greifen und diese auf den Fleck legen. Sobald das Wachs kalt ist, lässt es sich viel einfacher entfernen. Alternativ hilft aber auch Hitze bei Kerzenwachs auf Polstern. Hierzu benötigst du ein Blatt Löschpapier, das du auf den Wachsfleck legst, und ein Bügeleisen, mit dem du vorsichtig über das Löschpapier fährst. Nach dem Erwärmen kann das Löschpapier das Wachs aufnehmen. Anschließend kannst du die Reste einfach absaugen.